Felix Bick, 2:1 Sieg gegen die Blue Devils Weiden. Wie hast du im Allgemeinen das Spiel heute gesehen? Ja, war, ich glaube, nicht unser allerbestes Spiel, haben aber ein Tor mehr geschossen. Ich glaube, Weiden hat nicht so eine einfache Woche gehabt, muss man sagen. Respekt, wie die hier aufgetreten sind, war richtig stark. Und ja, wir sind froh, dass wir 3 Punkte haben und wollen natürlich weitermachen. 2:0 nach dem ersten Drittel, danach hat es sich irgendwie ein bisschen gezogen und dann wurde es zum Ende hin echt nochmal super spannend. Warum habt ihr da nicht die Chancen nutzen können, da das 3:0 vielleicht im Vorfeld schon oder im Vorfeld den Sack zuzumachen? Ja, ich glaube, Chancen hatten wir auch heute wieder genug. Müssen vielleicht akzeptieren, dass wir nicht jedes Spiel 5, 6, 7 Tore schießen. Haben es dann einen blöden Bounce hatten wir, schießen das Tor und sonst haben wir es sehr gut verteidigt. Und ja, so Situationen müssen wir auch üben, deswegen ist es gut gelaufen heute für uns. 9. Sieg in Folge, das gab es zuletzt 2012. Da ging die Siegesserie mit 10 Spielen oder mit 10 Siegen zu Ende. Schaut man da drauf oder ist euch das vollkommen egal? Ja, hab schon mal gehört, dass wir gut mit dabei sind. Aber wenn wir schon dabei sind, wollen wir das natürlich auch knacken. Aber wir schauen Spiel für Spiel, schauen, dass wir Dienstag gutes Training haben und dann Freitag wieder angreifen. Perfekt, dafür viel Erfolg. Dankeschön. Steven, 2:1 Sieg gegen die Blue Devils Weiden heute am Sonntag. Wie hast du das Spiel gesehen? Vielleicht nicht unser bestes Spiel, aber am Ende zählt der Sieg und das haben wir heute geschafft. Hinten raus wurde es dann tatsächlich nochmal sehr, sehr knapp. Man hatte eigentlich das Gefühl, ihr habt das Spiel voll unter Kontrolle, eher das 3:0 als das 2:1. Dann ist das 2:1 gefallen. Was ging dabei dir persönlich durch den Kopf? Ja, jetzt bloß kein zweites kassieren. Aber das haben wir dann gut gemacht am Ende. Ich habe es im Pausendrittel schon gesagt. Weiden ist immer gut für ein Tor und das haben die dann am Ende nochmal unter Beweis gestellt. Ja, Felix Bick hätte fast den Shootout gehabt. Hat er letztendlich nicht bekommen. Wie sehr tut das euch Verteidigern weh, dass ihr ihn letztlich nicht damit belohnen konntet? Ja, sehr, weil er uns das ein oder andere Mal den Arsch gerettet hat heute. Also für mich der beste Mann heute und tut natürlich ein bisschen leid, dass er dann den Shutout nicht mitgenommen hat. Aber trotzdem 2:1 gewonnen, 9 Siege jetzt in Folge. Was macht das mit euch als Team? Ja, wir denken natürlich schon dran, aber grundsätzlich denken wir von Spiel zu Spiel und jetzt geht es am nächsten Freitag weiter. Perfekt, dafür viel Erfolg. Danke.